Könnt ihr mal alle aufhören, durcheinander zu reden? Kannst du auch ein Intro machen? Was? Ben muss ein Intro machen? Ben muss ein Intro machen. Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zurück auf einem neuen Video auf diesem ultra beschissenen Zweitkanal, wo nichts geschnitten wird. Heute spielen wir mal wieder Among Us Sass mit der Gang. Heute haben wir dabei den lieben Herrn JuliXD, Loginus Maximus, Basti und Sascha. So, Basti ist so mies triggert. Damit beginnen wir die Folge 4. Julian startet die Runde. Okay. Ich will nur mal sagen, auf Polus, das erste, was ihr machen solltet, wenn ihr Imposter werdet, ist es Tab zu drücken und zu schauen, ob ihr Keys habt. Okay, da weiß ich jetzt, was du machen musst. Ja. Ich bin verrückt. Ist das geil. So, meine lieben süßen Freunde, wir sind heute da, um Task zu faken. Ich bin Ingenieur. Ich weiß, was ich mache. Ingenieur. Warte, was ist das hier vorne? Die Aufgaben. Weg die Flasche dahin. Weg die Flasche da weg. Weg die Flasche dahin. Weg die Flasche da weg. Und jetzt gehe ich hier schön raus. Wo geht's denn hier hin? Na egal. Der Beste, ich bin schon wieder hier im Gehirn, bin ich der weltbeste Telekom-Mitarbeiter. So, mal gucken. Wer wird unser erstes Opfer? Echt, das ist ein Raum, Alter. Also das ganze System hier mit dem Umwandeln habe ich noch nicht so ganz verstanden, ganz ehrlich. Ach, das ist im Spiel. Ich dachte gerade schon, meine ganze Elektronik spielt hier ab. Moin, ihr beiden. Danke. Ben. Was? Also. Ben. So. So, ich. Ben. Nein. Ben. Nein. Ben. Ben. Lukas und Basti. Ihr seid die ganze Zeit zusammen rumgelaufen. Nee, jetzt haben wir uns am Ende haben wir uns getrennt. Aha. Ja. Aber der Kill ist da stattgefunden, wo ihr beiden auch wart. Und ja, aber da bist du dumm, Ben ist doch auch da reingegangen. Da, ja, erstens das. Ich war da wo war das? Wo war das? Erstens das. Zweitens, Ben, wieso hast du gerade die Electrical Task gefaked? Ich? Kann auch wenden. Hä? Ben, ja, weil ich Ingenieur bin, du Pisser. Ben kann auch wenden, aber weißt du warum?
Weil der Imposter ist, der Typ hat gerade die Electrical Task gefaked. Ich weiß es nicht. Der ist runtergelaufen. Du fake doch keine Electrical Task, Alter. Du bist da gerade hingelaufen, Bruder. Ich hab dich gerade gesehen, wie du da unten hingelaufen bist. Bruder, ich hatte das da, ich hab das da gemacht, Alter. Und dann wurde auf einmal die Leichen reported. Ich konnte es noch nicht mal anfangen. Es war aber kein Lights aus, oder? Ich weiß, dass Juli schon länger tot ist. Also nicht jetzt gerade eben ermordet sein kann, weil er mir nämlich entgegengelaufen ist. Und ich weiß, dass Basti und Lukas oben waren zu zweit. Weird. Mehr weiß ich nicht. Und ich weiß wahrscheinlich, dass ich habe Ben nur am Anfang gesehen, aber ich spüre es in meinem. Also Ben ist vor dir und mir gewendet. Da ist auch jemand anders gewendet. Ich glaube, das war sogar du. Wenn Basti mich wollte, ist es wahrscheinlich Basti. Ich spüre in meinem Sack, dass es Ben ist. Warte. Nein, liegst du da definitiv mit falsch. Ja, komm, Ben. Komm, Sascha, Ben. Votet nicht. Komm. Oder wir machen so Task fertig. Das Ben, wir auch. Ben, hast du es gewotet, Basti? Ja, ich hab Sascha gewotet. Okay. Ja, ich bin's ja nicht. Ja, ich geh zu den Selfie-Parteien. Junge, ich warte. Sascha, wen votest du? Ich wollte wahrscheinlich Skip, weil ich bin mit meinen Tasks fertig und weiß, kann eben... Gut, passt. Vote Skip, passt. Skip? Ja, vote ich auch Skip. Dann stirbt niemand. Yep. Oder wir hätten auch Teil machen können. Ich wollte Ben und du wolltest dich selbst. Wow. Ja, Gott, egal, das wäre auch ein bisschen schade geworden, wenn das jetzt nicht der Fall. Lalalalalalala, was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Perfekt. Ich weiß nicht, was man einfach machen musste. Ich habe einfach so getan, weil ich weiß absolut nicht, was ich da machen soll. Elektrical verdrahten. Wo ist es? Das ist sogar immer noch der falsche Raum. Ey, was? Guck mal, selbst als Imposter bin ich sinnlos. Jo, wie sollen die Tasks, ne? So, hier, nee, da. Meine Güte, ich bin da echt inkompetent, ne? Scheiße. Failed einfach wieder alles. Du. Ich weiß gar nicht, wer das war. Sascha ist tot. Okay, er ist nicht Imposter. Scheiße. Sascha in 4K, oder? Wir haben es in 4K. Sascha. Ja, ich hab's in 4K. Wir waren nicht extra zu Partie. Ich wollte Lukas. Ich bin sauer. Juli, danke, dass du mir da gerade in Camps den Arsch gerettet hast. Das ist echt ein bisschen traurig. Natürlich wusste ich das, Bruder. Ich wusste, dass da fucking Ben herkommt. Ich hab den Namen, also ich bin gerade von den Camps runtergegangen, hab da rechts den Namen gesehen. Okay, scheiße, bitte Juli. Ey, ich wusste, ich hab die Animation noch nie gesehen. Die ist echt geil. Ja, ich hab so gehofft, pass auf, du musst dir vorstellen, ich bin halt immer hinter Ben hergeflogen. Und dann habe ich gesehen, wie er in das Gebäude rein ist, dass die Cam an war. Das habe ich gesehen. Dann dachte ich mir, okay, es wird einer in Camps sein. Wenn Ben jetzt in Camps reingeht, muss ich ihn protecten.
Und dann stand Lukas da und ich habe mich so gefreut, als Ben einfach zuschlagen wollte und einfach sein eigenes Messer in die Fresse gekriegt hat. Kann man das dann eigentlich sehen, wenn man das probiert wird? Nee. Ich kann das sehen, aber Lukas konnte es nicht sehen. Nee, ich glaube, die Geister können es auch sehen, alle Geister, aber ich weiß alle, ja, also ich konnte es auf jeden Fall sehen. Ja. Der hätte mich vielleicht auch zuerst mal als Julian verkleiden sollen danach direkt. Das wäre vielleicht intelligenter gewesen. Dann hätte ich das vielleicht noch. Ich wundere es aber, dass total viele immer Shapeshifter werden, weil das ist immer noch nur 30% für mich. Ja, das habe ich nämlich. Ja, ich finde. Also, ich fand Basti ein bisschen sass. Ben war halt total los. Ja, der hat mich umgebracht. Der hat mich umgebracht in Lab oben, hat sich in Sascha verwandelt, ist dann oben ins Dropship gelaufen, um sich auch von alleine wieder zurückzuwandeln. Digga, dann ist mir die Idee gekommen, ich könnte mich doch in Julia verwandeln. Ich habe ja schon von Anfang an gesagt, ich spüre es in meinem Sack, es ist Ben. Ja, aber damit lagst du bisher immer falsch. Hä? Was? Ja. Ja? Ach was? Ja, Digga, Sascha war ich eh auch nicht, als ich gewohnt habe. Können wir eigentlich erstmal eine neue Runde anfangen? Ich fand es hätte schon obvious sein müssen für neue Basti, Runde, neue ist, Schlippe. Dann, warte jetzt mal, ja, ach nee. Es hätte so obvious sein müssen. Ja, starte. Neue Runde jetzt. So, jetzt wird der Content langweilig und das wollen wir doch nicht. Warte. Besser Besetzung unter sein Verräter. Ich würde natürlich direkt mal irgendwie ins Haus springen. Ich bin Besatzung und ich erfülle meine Aufgabe als Besetzungsmitglied, denn ich bin ein gutes Mitglied der Besetzung. Was muss ich eigentlich hier machen? Bordkarte, Büro scannen. Hier muss ich rein. Wer hat eigentlich diese scheiß Map konzipiert? Das ist so unübersichtlich hier. Da. Telekom-Mitarbeiter ist mal wieder unzufrieden mit seinem Gehalt. Scheiße. Interessant. Tschüss. Wo muss ich hin da? Da. So. Ich habe abgeschlossen. Atemraumreaktor starten. Wo ist denn das schon wieder? Ich muss da oben noch in den Electrical, dann gehe ich da erst hin. So. Oh fuck. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass dieser. Dass der das ist. Okay. Basti. So ein fucking Self-Report, Alter. Warum? Darf ich erläutern? Ja. Ich glaube, es war ganz gut, dass ich von Basti weggelaufen bin um mein Lab, weil der mich nämlich nicht in Ruhe lassen wollte. Ich habe tausendmal versucht, irgendwie um den rumzulaufen. Irgendwann ging mir das dann zu großen Sack, dass ich runter zum Emergency-Button gelaufen bin. Das macht er aber auch beim wenn er Crewmate ist. Ja, aber er müsste eigentlich erkennen, dass er hätte weglaufen müssen. Und da Sascha gerade auch noch bei uns unten war, weil ich ihn im Augenwinkel gesehen habe, sollte man vielleicht nicht killen, ohne zu gucken, ob Leute beieinander sind. Ja, und ich hab auch... Um ehrlich zu sein, ich bin vor zwei Personen rumgewendet. Oder das Ingenieur ist so. Okay. Ich wollte einfach nur schneller sein. Und, das ist einfach Basti schon wieder, es ist unfassbar. Ich bin Scientist und ich hab vor 5 Sekunden nachgeschaut, da war noch niemand tot. Ja.
Ich hab gerade rumgeschaut, halt. Bist du wieder Scientist? Ich bin wieder Scientist. Das wie hoch ist die Chance? Das ist unfassbar. Egal. Ich weiß, dass Ben oben im Lab war mit mir, nämlich ja. In diesem Rauchdings. Econ. Dann bin ich runtergegangen, hab meine Task gemacht, dachte, wenn Ben jetzt runterkommt, sterbe ich. Bin dann aber weiter runtergegangen. Dann war ich bei euch. Und ja. Ja, also ich habe gesehen, dass Kill gerade frisch da war. Sascha unten war und Lukas gesagt hat, der Kill ist fresh und ich Lukas auch vorher schon unten gesehen habe. Fresh mit Frisur. Ich weiß ja nicht. Problem bei 5 Leuten ist, dass wir holen den nächsten 6. hinzu, da bin ich schon bei. Hoffe ich auch, ja, mal. Wenn die Runde wird etwas interessanter für meinen Kanal. Ja, also das. Ich mir wird halt, egal ob Bass, unabhängig davon, ob Basti jetzt Imposter ist oder nicht, würde ich ihm raten, bevor er Kills plant, in Admin zu gucken, wer wo zusammen ist. Er ist Imposter, portet ihn einfach und raus. Zu überlegen, wann das sinnvoll ist. Ja, es ist halt ungünstig gewesen, ja. Dass ich weiß, wo Ben war. Allerdings. Ich weiß, was er nicht ist. Kann es auch sein, dass Lukas lügt. Also ich war ja eine Sekunde an zwei Kills, da war ich. Es kann sein, dass Lukas es ist. Ich werde Basti voten, es tut mir super leid, wenn du es nicht bist. Ich werde dann jetzt auch aufhören mitzuspielen. Ah, nee, lass mal. Ja, Basti ist halt jemand, der sofort rumheult. Nee, ich heule nicht rum, es fuckt mich einfach nur ab. Bruder, du bist viermal fast hintereinander Imposter. Ich bin ja, aber ich will auch mal Crewmate sein. Ja, ja, dann werd doch einfach Crewmate. So schwer ist es nicht. Bring einfach keine Leute um, dann haben wir's. Ja. Könnten wir vielleicht auch mal gefunden. Dann jemand anderen die Leute umbringen, hä? Ja. Kann man die Rolle nicht weitergeben? Das ist doch voll bescheuert. Nee. Gib an den Ingenieur weiter, der kann ja schon binden. Ich war der Ingenieur so. Ich war der Ingenieur und bin vor 2 Personen gesehen. Dann sag, wenn du nochmal Imposter wirst jetzt, dann sag einfach ja, Bruder, kein Bock mehr. Und dann los aber sofort zum Button und sag. Und dann passt's. Nein, ich bin schon. Ja. Wird Basti jetzt nicht mehr mit oder wie? Ja, der will ja Crewmate werden. Ja, dann kommen wir da rein, dann wirst du Crewmate. Sag ich für. Hast du Alt F4 gedrückt? Nein. Ja. Glaube ich auch. Ja, Monte dein Aquarium drin. Monte dein Aquarium. Oh. Basti will Crewmate. Ja, sehr schön, dass auch in diesem Code IF drin ist. Ja, ach, ja. Ich habe so keinen Bock, die ganze Zeit Imposter zu sein. Und weil dann, wenn ich Imposter bin. Genau dann, Lukas und die allen Arschlöcher machen hier die Sachen, damit ich bin einmal dabei, was zu machen. Natürlich kommt diese neue Rolle und versaut wieder alles. Na egal, kriegen wir schon hin. Böser Zunge verliert das unter uns, wahrscheinlich schon wieder was. Das war so dumm. Es war jetzt einfach so dumm, Bürokarten. Wo ist das? Hier oben, Labor, haben wir doch schon den ersten Trosk. Ich bin voll auf dem Monitor gehotzt, das ist absolut nicht schön so. So, ganz früh. Das sind halt immer ganz innovativ. Nutzen. Ich muss unbedingt meine Erfahrung bringen, ob es Keyboard-Shortcuts gibt oder nicht. Gut, dann mal mit Controller anschließen. Vielleicht geht's dann auch geiler. Tolle Sounds einfach. So richtig. Thank you.
gibt hier so viele verkampfte Türen. Hier habe ich eine Torsk. So. Es wurde etwas sabotiert. Jetzt kann ich wieder meine normalen Aufgaben machen hier unten. Perfekt. Perfekt. Noch kurz hier was downloaden. Das kenne ich. So sieht es ungefähr aus, wenn ich die Videos produziere. Wer hat die Tür zugemacht, welcher Wichser? Nein, es ist. Nee, was? Warte. Es ist Juli. Hä? Ey, ich war unten in diesem komischen Raum, Digga, wo so ein PC und einmal so ein WLAN-Modul war. Und ich musste beide Tasks machen, sodass so mittlerweile auch die Tür zugegangen ist. WLAN-Modul? Ich keine Ahnung, da kannst du irgendwas downloaden. Was ist denn ein WLAN-Modul? Keine Ahnung, das ist ein WLAN-Symbol, davon kannst du was runterladen. So was, scheiße. Gut, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Ich werde nicht sagen, wen ich gewotet habe, aber ich habe jemanden unabsichtlich gerade gewotet. Wie kann man jemanden unabsichtlich voten? Du willst nochmal nachfragen. Ich habe den Drang, den ganzen Linksklick oder Rechtsklick zu drücken. Und das ist gerade unabsichtlich passiert. Also, es tut mir leid, ich habe jemanden gerade unabsichtlich gewotet. Okay, abseits denn. Juni hat gerade vor meinen Augen den getötet. Es kann ja, das ist halt jetzt schade. Okay. Das ist halt jetzt vor allen Dingen schade. Weil? Okay, pass auf. Ich war in den Camps und hab Sascha gesehen, wie er Basti ermordet hat. Vor Lab. Ein Stechen. Ach, ja, Logan, ich hoffe, du hast jetzt nicht mich gewotet. Okay, also jetzt versucht er sich ordentlich. Jetzt versucht er ordentlich raus. Wie, so, warte mal. Juli? Ja. Wo warst du? Wo warst du? Links in Camps. Links in Camps. Lügenwald. Ja, links in Camps. Du warst links in Camps. Ja, ich war links in Camps. Camps waren doch gar nicht. Waren die an? Ich habe keine Ahnung. Die ganze Zeit jetzt gerade. Du bist jetzt gerade auch noch links in Camps gestanden. Nee. Ich hab das gesehen. Ja, wann bist du rausgegangen? Ja, genau, und dann hat er reportet. Wann bist du rausgegangen und wo war überhaupt der Body? Meint ihr jetzt vor wie vielen Sekunden Juli oder was? Für mich er war die da, wo er gekillt hat, vor Lab. Er will sich jetzt rausreden, weil ich es gesehen habe und ich habe. Ich finde Sascha's Rausreden so, sehr funny. Es ist Licht ausgegangen. Basti stand Uschi an einer Task. Ja. Da kommt auf einmal irgendeiner daher, das war Juli, Juli, dann leuchtet mein Report-Button, ich drück da drauf und sehe nur dann noch Juli. Das ist halt ein ordentlich geiler Ausredversuch. Den muss ich dir lassen, aber es bringt halt nichts dagegen, dass ich dich in der Cam gesehen habe, wie du was umgebracht hast. Nee, dann muss es ja Juli sein. Dann muss es ja Juli sein. Darf ich mal ganz kurz was erwähnen? Nee, es ja muss Juli sein. Ich glaube, das war der schlechteste Kill, den ich je in Among Us gemacht habe. Okay, ja, wir können ihn aber noch nie in meinem Leben so reingeschissen. Wisst ihr, was ich nicht gesehen habe? Dass die Cams an sind. Pass auf. Nee, das ist nicht das Problem. Pass auf, ich gehe hoch durch Deacon. Ich sehe Basti da stehen. Ich mache Licht aus. Das dauert ja aber immer erst ein bisschen. Ich kill ihn und sehe dann, dass links neben mir Sascha steht. Ah, jetzt klar, Digga. Ich habe extra vorher unten in Admin geguckt, ob nur einer oben ist. Und Basti muss erst, oder halt eben Sascha, muss erst danach dazugekommen sein. Hättest du jetzt in dich gelogen, hätte ich sogar gedacht, dass die Fanschaft da ist. Ich bin by the way der gewesen, der, also ich habe unabsichtlich dich gebaut, Sascha. Ja. Dann auf jeden Fall wäre Juli, wieso also hast du Juli, du hättest nicht einfach auf Sascha schießen sollen, du hättest auf Ben schießen sollen, weil wegen Shapeshifter oder auf mich. Shapeshifter ist ein Ding. Stimmt, Shapeshifter existiert. Ich bin
ich hab das letzte Mal. Du warst gerade viel zu aggressiv. Du hättest einfach ruhig, so als hättest du keine Ahnung davon gehabt. Ja, um ganz ehrlich zu sein, wollte ich es zugeben, weil es so scheiße war, wirklich. Ich dachte, es war sogar ein Shapeshifter. Warst du im Camp? Nein, ich dachte erst Ben gesehen zu haben und hinterher Judy. Deswegen dachte ich, wirklich? Erst Shapeshifter und dann hast du halt so gelungen, dass ich wusste. Das war wirklich. Bitte noch keine neue Runde begehen, ich möchte neue Folgen machen. Es ist so unglaublich. Ich muss das ganz kurz erklären. Pass auf, warte, das war so unglaublich schlecht, wirklich. Ich gehe oben da rein, ich sehe Basti. Okay, ich denke mir wieder, nice, Digga, Free Kill. Ich mach Licht aus. Hab nicht bedacht, dass es ein bisschen dauert. Kill ihn, links neben mir steht Sascha. Ich denke mir, ja, scheiße, was mache ich jetzt? Ich habe das nicht durch Licht gesehen. Ich habe das durch einfach nur Report-Button aufblinken sehen, weil ich genau wusste, dass sowas passieren könnte. Ich habe nämlich da drauf gespammt, wie Sau. Ja. Wie warst du in Camps? Ich war nicht in Camps. Ja, gut, das war klar, weil ich habe dich doch auch nicht gesehen. Ich war nämlich gerade. Das war eine ultra schlechte. Bisschen scheiße war das gerade von dir, ja? Ich würde ganz gerne kurz die Folge erstmal beenden an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen auf diesem dummen Drecks-Channel. Julian hat mal wieder den erfolgreichsten Kill seines Lebens gemacht. Ja, also. Und er verabschiedet sich jetzt einmal mit einer Special-Nachricht. Julian sollte das sagen. Zwiebelbrot. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen schönen falschen Seitentag. Bis dann. Ciao. Ey, also ich. Schneidest du halt einen Gramm? Kann ich nicht, ich hab schon Aufnahme beendet. Ja, dann machst du eine neue und fertig. Das wird mein Intro für die nächste Folge. Oh Gott, Alter, Scheiße! Immer diese tolle Sache. Was passiert gerade? Oh fuck! Das hört nicht mehr auf! Jetzt geht's wieder, oh mein Gott. Okay. Hey, Juli! Die Kohle hat mir gerade nicht gut getan, glaube ich. Ja. Ach, Scheiße, ey, oh mein Gott. Kennst du diesen Typen, der ey, vor allem den Basti tut mir richtig leid. Ey, Basti tut mir super leid. Die ganze Zeit Julian und Lukas die ganze Zeit irgendeine scheiß Theorien aufstellen, die dann auch noch stimmen, Alter. Verschwörungstheorien, wie macht das? Ich schwöre euch. Merkt ihr einfach, wenn alle oben zum Schlüssel laufen, einfach zum Schlüssel hoch. Digga, das ist Moin Leute, hallo, herzlich willkommen zurück auf einem neuen Video. Auf einem neuen Video, na klar. Moin Leute, hallo, herzlich willkommen zurück auf. Moin Leute, halt doch die Fresse jetzt.